Der Schüler ist heute mit seinem Ersatzmodell da, also die Albatros. Es ist ein Zweitflügel. Wir haben selbstverständlich mit dem Tonal-Logo, mit Schwenkflügel und mit der. Und das Modell natürlich mit der Turbine sehr gut motorisiert. Daher sind die Steinflügel ohne Probleme machbar. Aber auch langsam gelaufen, haben wir auch schon mal gesehen, ist mit diesem Modell möglich. Von 7 Paar bis zum Whisky nach 100. Wenn wir uns einfach wie sehen Sie das Modell? Die Zuckungen vom Pilot an, dass ich jetzt da habe. Also Störungen, wo vom Wind her kommen auf den Wind. Packt natürlich das Modell, das Kach wird meistens an Seitenleib gewählt und dann schwankt das Modell um die Hochachsumme und das bambelt dabei. Der Schüler hat das Fahrwerk rausgelassen, hat auch kontrolliert, dass alle drei Stellen zu draußen sind und jetzt holt die Landeinteile. Er ist mit dem Modell in Ende angeflogen. Die Landeklappen sind voll gesetzt. Und wie gesehen, Gegenwind ist es auch ein nicht ganz einfaches Modell. Ja. Yes. Gegenwind ist es nicht immer einfach, das Modell auf dem Gleichpfad zu halten. Wenn ein Wind überkommt, kann man das Modell wieder ein paar Meter lüpfen. Und dann hat es eigentlich komplett falsch, wenn man den Endeffekt mit den Höfen kollidieren. Dort zu Hause, dass man eine Piste hat, gibt es natürlich das Problem. Und dann einfach noch mitzugleichen. Und landet dann halt 60 Meter weiter vor.